So, für wen soll ich denn gerade tanzen? Für ihn? Warte, Rindertanz! Ich wollte doch den Rindertanz machen. Okay, jetzt muss ich wieder... Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Jetzt habe ich schon wieder verkackt, aber wer will denn da auch die ganze Zeit tanzen wie so ein Geistesgestörter? Richtig, niemand. So, jetzt werde ich gleich gerammt, oder auch nicht? Sehr gut. So, hier auch nochmal Leim. Die erwischen mich jetzt zwar auch noch, aber das ist okay, denn ich bin fertig. Und damit raus aus der Gefahr. But not as good as wrestling match. Das ist auch so ein bisschen so ein, wie soll man das sagen? So ein Miniatur-Klitschko, der da gerade eben sich hingesetzt hat. But not as good as a real wrestling match. So, dankeschön. Oh, ich bin inzwischen so richtig groovy drauf. Jetzt mache ich als erstes mal das da. Yo, Bro. Alter, ich hab selbst Murmeln dabei. Man kann auch einfach anrufen oder einen Fax schicken oder ein Telefon naht führen oder was weiß ich was. Entschuldigung, ich hab dich umgefahren, war Absicht. Da rennt er mir hinterher. Also, Murmeln auf dem Footballfeld ausstreuen. Already. Zack. Wähle deine Murmeln aus, drücke RD, um sie auf dem Footballfeld auszuwerfen. Aber dazu darf ich mich nicht erwischen lassen, das wäre nicht gut. Deswegen renne ich... Oh, Scheißendreck! Hier sind aber viele. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt nur noch da drüben ab. Da muss ich aufpassen, dass mich keiner erwischt, ne? Weil das nervt. Also das mit dem Bullentanz ist zwar cool und lustig, aber nicht für mich. Ich will das gar nicht. So. Und jetzt haut sich alle auf die Fresse. Typisch Andy. Boah, wir machen die echt aber schon richtig fertig, ne? Es ist nicht nur so ein bisschen so, ey, wir spielen den mal einen Streit. Streit, einen Streich. Sondern es ist so, ey, wir zerstören ihre Seele und alles, was zu ihnen gehört. So, das kennen wir ja auch schon hier von unserem Agent Bull-Kommentator. Ja, ja, du bist ein tougher Typ, Jimmy, und er ist kein tougher Typ, und er pinkelt sich andauernd in die Hose und ist einer der wenigen Charaktere, die kleiner sind als du in dem Spiel. Und jetzt gehen wir endlich in den Sportring pinkeln, und dieses Mal machen wir nicht so viele Fotos von den Damen. Ja, da habe ich mich einfach von Ernest auch ein Stück weit zu krass manipulieren lassen, ja. Da kann man ja nur pubertär werden bei dem Spiel, also das geht ja gar nicht anders. Ich wüsste nicht, wie das anders gehen sollte. Ab ins Gym, und dieses Mal keine Fotos. Naja, vielleicht ein Foto. Okay, Rindertanz. Für die muss ich den auch aufführen. Obwohl ich mit Mandy eigentlich... Achso, die weiß ja nicht, dass ich da drunter stecke. Das ist also... Gerade ist es schon logisch. Gerade habe ich eine Logiklücke gesucht, wo keine war. Weil mir auch gerade eben aufgefallen ist, dass das hier ein guter Moment gewesen wäre für Red Bull, um das Spiel ein bisschen zu sponsern. Ja, ich habe das wirklich unglaublich gut gemacht. So, Rindertanz, Digga. Wow, guck mich an! Mit dem Rindertanz ist das echt einfach. Das hätte ich einfach von Anfang an machen sollen. Aber da war das halt mit den Fotos, und das fanden die Girlies nicht gut, dass ich Fotos gemacht habe und nicht den Rindertanz. Zwei Fotos waren okay, aber ab dem dritten Foto wurden die richtig pisst. Ja? Danke sehr, ich habe mich wirklich Mühe gegeben mit diesem Tanz. Ey, Kiddos, du benutzt viel zu oft diese und jene Stimme. So, jetzt wird gepinkelt. Einmal die Hose auf und dann ordentlich rein uriniert. Für den besonderen Geschmack. Lecker. Verlasse die Turnhalle der Schule. Guck mal, auch geil, ne? Wie hier tatsächlich schon in dem Spiel Spiegelung drin war, in dem... Also jetzt nicht von unserer Person, so weit waren sie nicht, aber zumindest hier von dem Logo. Das ist High-End, ja? 4K UHD. Ja, dann genehmigt euch mal ein Schlückchen. Also ich find's geil. Rede mit dem letzten Streberagenten. Oh, es gibt sogar noch einen. Die wir auch einfach die ganze Zeit am Schwänzen sind, ne? Wie so richtige Bad Boys. Aus dem Weg! Oh, ey, also so einen jungen Mann vom Skateboard holen. Nicht cool. Hä, mit wem will er jetzt gerade kämpfen? Alter, muss ich jetzt nochmal hier rumrennen, damit der Streberagent wieder getriggert wird vom Spiel?
Hallo? Sag mal, was macht denn der hier? Also, das muss man auch mal verstehen, ey. Jetzt greift gerade eben... Jetzt muss ich nochmal kurz wegfahren, ansonsten wird das nichts. Jetzt greift gerade eben unser Streberagent, den wir eigentlich bräuchten, greift den Aufseher an und bettelt sich mit dem. Liegt der gerade hinten auf dem Boden oder was? Bitte nicht! So wie es aussieht, haben wir gerade eben irgendwie durch einen Glitch das Spiel gegamebreakt. Weil der große Typ unseren Streberagenten verprügelt hat. Dadurch sind wir jetzt in der Mission drin und können nicht mit ihm reden, weil er auf dem Boden liegt und Bauchweh hat. Das kann ja wohl nicht angehen. Alter, ich habe keinen Bock, die ganze Mission nochmal zu machen. Der ist jetzt einfach weg. Der Aufseher hat unseren... Das kann ja wohl nicht angehen, Alter. Wie scheiße ist das denn bitteschön? Wie scheiße ist das denn bitteschön? Der Streberagent ist weg. Und jetzt funktioniert Bully. Das ist ja wohl ein Witz. Alter, ich rast gleich absolut aus. Das ist ja wohl die absolute Höhe hier. Das ist ja wohl die absolute Höhe. Das ist ja wohl die absolute Höhe. Das ist ja wohl nicht mehr normal. Ich guck mal kurz, ob die Aufnahme da ist. Das ist ja wohl die absolute Höhe. Das ist ja die absolute Höhe. Ne, das ist ja mal die absolute Höhe. Leute, das ist die absolute Höhe. Ihr seht einen kurzen Schnitt. Ich spiele die Mission bis dahin vor, wo wir gerade eben waren. Dann sehen wir uns wieder. Das Spiel ist abgestürzt. Ich habe es geschafft, Bully zu breaken. Wuhu, was denn für ein tolles Achievement. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wenn das Spiel wieder funktioniert und ich wieder bei dem Punkt in der Mission bin, bei dem wir gerade eben waren. Bis gleich. So, Freunde, gleiche Stelle, selbe Welle. Es wird inzwischen schon Nacht und wir hängen immer noch an der gleichen Mission. Das ist echt, das ist nicht das große Spiel, das ist der große Krampf, was auch immer. So, hoffentlich funktioniert es dieses Mal und er prügelt sich nicht gleich wieder. Dankeschön, wundervoll. Straight to business, eh? Okay, there's a switch box and a scoreboard on the field. Get to it and switch it. Sounds easy. What will it do? It'll change the text of the scoreboard. I reprogrammed it. You'll like it. The jocks won't. Wenn er ihn umprogrammiert hat, dann kann er ihn doch auch gleich einschalten. Alter, ey, die Mission, dadurch, dass ich die jetzt nochmal spielen musste, insgesamt schon zum dritten Mal oder so, gerade eben habe ich sie ja offscreen für euch nachgespielt, damit das jetzt nicht wieder ewig dauert und wir nachher drei Folgen damit verschwenden, diese Mission zu machen. Aber es ist echt, ich könnte gleich wieder ins Bett. Also, ohne Joke, Leute, ich könnte gleich wieder ins Bett. Mache jetzt so ein bisschen den Rindertanz, damit die mir nicht auf den Penis gehen, aber... Also, das ist echt, also das ist, ne, da brauchen wir gar nicht lang diskutieren. Dieser Bug war sehr, sehr anstrengend, dass der Typ sich dachte, ey, ich muss mich mit den Leuten prügeln, das ist eine coole Idee, prügel, prügel, prügel. Und dann hat ihn natürlich einer dieser unglaublich netten und kinderfreundlichen Aufseher einfach mal kurzerhand niedergeschlagen. Und das war dann eher weniger gut, ne? Ganz toll. So, komm ich jetzt mal nicht zur scheiß Anzeigetafel, Alter. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Das geht ja jade. So, hier ist, wieso sprayen? Ah, hier, okay. Benutzen. Go get 'em, guys. Wird zu... Jocks play with their balls. Was ein harter Spruch, Alter. Den haben wir es ja richtig gegeben. Mies. Who is that, Kim? Yeah, who is that, Kim? Oh, it's that little squirt Hopkins. Yeah, that squirt Hopkins. You're dead, Hopkins. Yeah, dead, Hopkins. Why don't you stop repeating everything he says and get on with it? Okay, jetzt gibt's hier heftigste Prügel, Leute. Psst, macht euch ready. I'm gonna lay your
Weiche Tets würfen aus, hebe den Ball auf und wirf die Jogs ab. Okay, das ist ja dann eigentlich wieder einfach nur, ne? Ja, wie werfe ich die denn jetzt ab? Hab ich den Ball gefangen oder nicht? Der Ball landet und dann kann ich den aufheben, oder wie? Oder nicht? Ach, der jetzt Moment, ich weiche aus. Und wie nehme ich dann den Ball? Kann ich ihn fangen oder was? Ich bleib mal stehen jetzt. Schön, der trifft einfach nur. Was genau denn? Achso, ich soll mich prügeln oder. Okay, Bro. Bro, jetzt ist aber mal. Komm ich vielleicht. Was geht denn ab? Alter, ich kann gar nichts machen. Die werfen mich einfach nur rum. Du kannst nichts tun. Das ist ein ganz komischer Bosskampf. Wo die einfach nur rumstehen und man den Ball halt fangen und zurückwerfen sollte. Und ich weiß aktuell noch nicht wie. Er wirft immer mit dem Ball. Wenn er dich trifft, dann kannst du nichts machen. Also ausweichen, das war auch ziemlich einfach bisher, aber. Soll ich ihn zurücktreten oder was? Wahrscheinlich soll ich ihn zurücktreten. Warte, ich probiere das mal. Hat das geklappt jetzt oder nicht? Ey, Mann, das ist wieder so die. Also die Mission ist echt. Sie ist zwar ganz nett gemacht, aber. Ich peile nicht, was ich wie machen soll. Mit Y hebt man doch eigentlich was auf. Ich probiere es jetzt mal. Hat geklappt. Bin ich gut. Sick, jetzt habe ich ja nicht mal rausgefunden, wie das hier funktioniert. Jetzt ist die Mission nicht mehr ganz so doof, ja? Weil jetzt weiß ich, wie sie funktioniert. Und dann ist das wohl okay, dass der mich mit explosiven Bällen abwirft. Alles in Ordnung. Man hat einfach ein bisschen zurückgeschossen hier. Und dann ist okay. Auch das Gewitter hier im Hintergrund. Sehr atmosphärisch, sehr stimmig. Ja. Und jetzt geht's wohl zu Stage 2 von diesem krassen Boss. Okay, darf ich mich jetzt mit dir prügeln? Der hat aber eine ziemliche Wampe eigentlich. Super, prügeln! Prügeln, Leute, prügeln! Prügeln, ich mag prügeln! Der explodiert gleich. Der Ball da hinten, man wird immer noch weiter abgeworfen. Kann ich das auch werfen hier? Nee, aber das immer noch. Boom! Ja, kommt her, werft eure Ballet. Werft sie alle, werft das Ballet und ich werf's zurück. Ja, mal wieder eine nette Idee für einen Bosskampf. Die sind immer ganz nett gemacht. I like it. So, und man kann die Leute auch einfach so ausschalten, ja. Da muss man gar nicht groß mit ihnen kämpfen. Einfach direkt irgendwie den explosiven Football ins Gesicht geknallt und die Sache hat sich erledigt. Das ist alles gar kein Ding. Oh, guck mal, jetzt hat er den Wurf gar nicht gefangen gerade. Das ist aber süß. Hallo. So. Also das ist jetzt, wenn man es mal verstanden hat, nicht mehr die sonderlich krasse Herausforderung irgendwie. Also ich krieg das ohne Probleme hin, weil ich darin auch wirklich geübt bin. Trotz allem mag ich die Mission nicht, weil ich sie so oft probieren musste und Bully das erste Mal abgestürzt ist. Natürlich ist bei so einem alten Spiel die Abstürzungswahrscheinlichkeit ziemlich hoch sogar. Und es ist auch nichts schlimm, wenn das passiert. Aber ja, hätte nicht sein müssen, ne? Jedenfalls nicht, wenn man bei einer Mission so einen weiten Progress gemacht hat. Und die dann komplett nochmal von vorne machen zu müssen, das war schon, hat mich traurig gemacht. Innigst traurig. Ich habe geweint, lange. Das habt ihr nur nicht, also, ich tue dann immer so, als wäre das ein schneller Schnitt, aber eigentlich, während ich die Mission nochmal nachspielen musste, habe ich zwischendrin 3 Stunden geweint. Innigst, wie gesagt. Bin zu meiner Mama gerannt und hab gesagt, das Spiel ist abgestürzt, Mama. So war das, ja. Genau so und nicht anders. So, Bro, was los? Okay, jetzt muss ich mir hinterherrennen. Das ist deine Chance, erledige Ted. Ich habe direkt mal umgerannt. Ist das gut gewesen? Boom! That's right, losers! Yeah! Oh, Jimmy, you did it! You did it! I'm king of the school! Oh, you beat them all in front of everybody! Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great! Aber was ist mit Gary? So here I am, suddenly the king of the school. I never meant for things to turn out this way. I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone. But now I guess I'm certainly going to live the good life.
Kapitel 5, Aufstieg und Fall des jungen Jimmy Hopkins. Das klingt ja dramatisch, ey. Hey, Darby! Hey, Johnny. Hi, yo, Jimmy. What's up, brother? Hey, Jack. So I'm like, yo, it's Jimmy! Oh, you're funny, man. Yo, you're man, so what's funny, going on? Jimmy. Oh, hey, girl, you're looking great. Ooh. Great, thank you for that show, darling. Wow, hey, Jimmy! Yeah. Oh, boys, that's all I got to say. Later. So, later. Bye, Jimmy. Jimmy. See you later. I love that guy. Bye, guys. Let's roll. Pete! Hey, Jimmy, what's going on? Everything. I did it, man. I took over this dump. These morons are my morons. That's now. Great. Just don't turn into a jerk. How could I? Hey, baby, how you doing? What you doing later? Just remember, Jimmy, not everybody likes you. Correct. They love me. Well, what about Gary? Gary? Forget about that twerp. Dude, it's me now. I run this place and you're my friend, so please try to be cool. Oh, man, you're bringing me down. Come on, let's go milk this thing for all it's worth. We might even find you a girl. Jimmy, forgive me, but I gotta go. Das ergibt mal wieder Sinn, ne? Man sagt von wegen so, ja, komm, lass uns gemeinsam weggehen und dann läuft der NPC im richtigen Spiel weg und sagt, Jimmy, I gotta go. Wir haben gerade eben uns noch unterhalten darüber, dass wir jetzt was zusammen machen, aber ich muss jetzt unbedingt los. Ey, wirklich strenger Terminplan. PD hat richtig krasse Business-Sachen am Start.